Was geht ab, Freunde der Sonne? Herzlich willkommen aus Indien, genauer gesagt aus Agra. Ich glaube, ihr könnt schon erahnen, wo ich bin. Oder ihr könnt es euch vorstellen. Ich bin beim Taj Mahal. Einfach bei einem der 7 Weltwundern. Weiteres Lebensziel ist quasi jetzt abgehakt. Ich zeige es euch auch gleich. Es sieht einfach krank aus. Und das ist in echt einfach nochmal viel größer, als ich erwartet hätte. Und ich sehe es schon, das Taj Mahal, das Gelände ist auf jeden Fall riesig. Und ich denke mal, ja, nicht alle, aber viele werden vielleicht die Geschichte kennen, wie das Taj Mahal entstanden ist. Das war ein indischer Großmogul, irgendwas im Jahre 1600 oder so, der seine Frau so sehr geliebt hat, eine seiner Frauen, mit der er übrigens 14 Kinder hatte. Sie ist bei der 14. Geburt vom 14. Kind gestorben. Und er hat ihr das Taj Mahal quasi als Zeichen der Liebe hinterlassen, um sie hier zu begraben. Nachdem er dann irgendwie ein paar Jahre später gestorben ist, hat er sich auch hier begraben lassen. Hinter mir am Taj Mahal. Wir werden jetzt eine ganze Runde laufen. Und ich zeige euch einfach mal das Taj Mahal, wie Indien so ist. Ich bin schon ein paar Tage hier. Bin also schon ein bisschen angekommen. Bin an die Temperaturen gewöhnt. Wir haben gerade, glaube ich, 5.30 Uhr oder so. Es ist gerade Sonnenaufgang, das Taj Mahal öffnet ungefähr 30 Minuten vor Sonnenaufgang, sodass man den Sonnenaufgang hier genießen kann. Ja, das Ticket kostet 1100 Rupien, was so viel wie 12 Euro sind ungefähr. Es kostet nochmal 200 extra, um ins Mausoleum zu gehen. Ja, wie gesagt, Life Goal. Achieved. Hier seht ihr auf jeden Fall das Eingangstor. Aber ich, wie gesagt, ich drehe gleich nochmal um. Es ist so weird, die Kamera so zu halten, aber was soll ich machen? Wenn es nicht erlaubt ist, dann ist es nicht erlaubt. Also hier sehen wir den riesengroßen Eingangsbereich, bevor es zum Taj Mahal geht. Wir sind quasi hier. Hier ist das Main Gate, was links neben mir ist. Dann der lange Weg zum Taj Mahal und dem Mausoleum. Und die zwei identischen Gebäude außenrum. Wobei, hier identische Gebäude, wie auch immer, die sind... Keine Ahnung, was die sind. Auf jeden Fall seht ihr hier den großen Platz. Wie gesagt, das ist ein Riesengelände und wir sind auch um 4:45 aufgestanden. Unser Hostel, das übrigens so 3,50 Euro die Nacht gekostet hat, ist 5 Minuten hier zu Fuß. Wobei, 3 Minuten zu Fuß. Man kann auf jeden Fall von unserer Dachterrasse das Taj Mahal sehen. Ich blende euch ein Bild ein. Oder ich blende euch ein Bild ein oder ein Video. Auf jeden Fall einfach die coolste und die geilste Sache, die ich bis jetzt hier gemacht habe. Hier wird man auf jeden Fall immer angesprochen, ob man Guide will. Ich habe mich vorher schon ein bisschen informiert, deswegen bin ich hier auf eigene Faust unterwegs. Aber ein Guide kostet auch nur 400 Rupien oder so. Wie gesagt, hier seht ihr das Entrance Gate. Ich gehe einmal rum, weil natürlich jeder Bilder machen will. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und gehe durch. Sorry, Bros. Und da seht ihr das legendäre Taj Mahal. Übrigens, fürs Taj Mahal haben... Ich glaube, 20.000 Arbeiter, 17 Jahre an diesem Platz hier, an diesem Taj Mahal gebaut. Das ist einfach krank, was man nicht alles für die Liebe tut, ne? Und wir sind natürlich so früh wie möglich gekommen, um so wenig wie möglich Touristen noch zu haben. Als wir gekommen sind, waren es noch deutlich weniger. Aber ja, desto heller es wird, desto später die Zeit ist, desto mehr Leute kommen hier. Hier natürlich auch wieder Bilder gemacht.
Und natürlich sind wir auch so früh gekommen, wegen den wenigen Leuten und wegen den Hitzen. Also wir sind gerade zur heißesten Zeit im Jahr hier. Wir haben 44 Grad gestern gehabt. Ich habe nichts gemacht, außer den ganzen Tag auf der Dachterrasse gesessen und hier aufs Taj Mahal geschaut und ein Bierchen getrunken. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache es einfach, obwohl es langsam auch wieder warm wird. Die GoPro wird heiß. Aber wenn sie ausgeht, lasse ich sie kurz abkühlen, wechsle den Akku und dann geht's weiter. Wir laufen auf jeden Fall jetzt hier einfach mal eine große Runde. Wenn mir noch was einfällt, erzähle ich was dazu. Wenn nicht, dann genießt einfach das Taj Mahal. Einfach geil, oder? Ich glaube in echt, also ich habe selber natürlich schon Videos gesehen vom Taj Mahal, aber ich glaube in echt sieht es einfach noch 10-mal größer aus und krasser aus als auf Videos. Also das Ding ist riesig, das ist massiv. Einfach wild. Ich hätte echt vor, hätte mich jemand vor 5 Jahren gefragt, ob ich jemals zum Taj Mahal gehe, hätte ich gedacht, ich gehe niemals nach Indien, aber ich habe mich hier sehr, sehr schnell angepasst. Ich komme irgendwie damit klar. Alle, die die Videos sehen, denken sich so, nee, das ist viel zu dreckig. Kann doch gar nicht sein. Was machst du dort? Aber ich denke mir, ey, ich war in Sri Lanka. Das ist, die Leute wollen auch irgendwie nur leben, versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Die sind immer happy hier. Ja. Deswegen, man muss alle Kulturen entdecken, erleben. Nicht voreingenommen sein. Und auch wenn es jetzt hier ein bisschen dreckiger ist, ist doch scheißegal. Das sind 2 Wochen meines Lebens. Und wenn es mir gefällt, komme ich nochmal. Und wenn nicht, dann geht die Reise weiter. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich bin extrem froh, extrem happy, dass ich mich dazu entschlossen habe, das erste Mal alleine zu reisen, das erste Mal nach Indien zu reisen, also komplett das volle Programm mitgenommen. Hier sieht man, wie gesagt, noch den Eingangsbereich vom Taj Mahal, der auch schon irgendwie ewig lang ist. Die Leute machen hier natürlich Fotos, aber ich finde, es hält sich noch in Grenzen. Hier sind natürlich auch viele Fotografen unterwegs und Leute, die sagen, komm, ich mache ein Foto für dich und am Ende kannst du es haben. Dann wird es natürlich richtig teuer, man sollte die Preise vorher ausmachen oder einfach mit dem Handy Fotos machen. Fragt hier einfach jemand, die Leute sind extrem nett. Ja, achtet darauf, dass ihr keinen Tripod mit reinnimmt. Und ich hatte auch meine YouTube-Kärtchen dabei. Aber ich habe gesagt, ich teile die hier nicht aus. Also ich will jetzt nicht irgendwie Flyer verteilen oder so. Ich habe die einfach immer dabei. So. Und dann hat er gesagt, geht nicht. Und dann musste ich mein Tripod und die Kärtchen da lassen. Also hier seht ihr den bekannten Fotospot. Wie man sieht, die Leute machen Fotos. Langsam wird es hell und echt warm. Wir gehen einfach mal weiter Richtung Taj Mahal. Vielleicht werde ich noch ein paar Infos einblenden, weil ich weiß gar nicht, was ich jetzt verpasst habe zu erzählen. Auf jeden Fall, wie gesagt, kommt morgen so früh wie möglich. Dann habt ihr es echt entspannt hier. Die Leute sind auch gar nicht so aufdringlich, wie ich es von anderen Videos gesehen habe. Und es ist echt, ich habe es mir viel, viel, viel voller vorgestellt. Also ich habe gedacht, da werden riesige Menschenmassen sein und so weiter. Aber ich wurde zum Glück eines Besseren belehrt. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie krass dieses Gebäude aussieht. Also es ist echt unglaublich. Natürlich müsst ihr auch eure Schultern bedecken, eure Knie bedecken vor allem Frauen. Wenn nicht, kriegt ihr vorne, könnt ihr für 50 Rupien, was 60 Cent sind, glaube ich, Umhängeleien, so sowas wie große Schals. Ansonsten einfach herkommen. Ihr könnt das Ticket hier kaufen, wenn ihr morgens kommt. Es ist nicht voll. Das hat uns wirklich vom Hotel zum Ticketcounter, zum Eingang, zum Drinsein, unter 10 Minuten hat es gedauert. Also kann man auch relativ spontan machen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ihr könnt die Tickets auch online kaufen.
einfach heftig. Ich habe jetzt das Ticket fürs Mausoleum noch nicht gekauft, weil ich nicht wusste, was es ist. Deswegen werde ich es jetzt wahrscheinlich noch machen, weil man kann nur mit dem Ticket da hinten, beziehungsweise was man da hinten kriegt, da oben drauf, da kriegen wir auch gleich Sachen um unsere Schuhe, also dass man unter die Schuhe macht, damit der Dreck dort oben nicht hinkommt, dass die Leute, ja wie gesagt, keinen Dreck hinterlassen, dass alles schön sauber ist. Und wie gesagt, das ist hier kein Vergleich zum Rest von Indien, hier ist es 100% top gepflegt und der Rest von Indien habt ihr ja schon gesehen. Heute Abend geht es weiter nach Jaipur. Ich habe mich dazu entschlossen, den General Class Train zu nehmen. Das sind, sage ich mal, die günstigsten Tickets, die von den Locals genutzt werden. Kein AC, sind überfüllt und ich muss 5 Stunden fahren für, ich denke mal, 100 Rupien, was 1,10 Euro sind. Anstatt einen Sitzplatz mit, kann ich euch auch zeigen, damit bin ich hergekommen von Delhi nach Agra mit einem normalen Ticket, was 500 Rupien kostet, dann habe ich Air Condition. Ich habe einen Sitzplatz, einen festen, ich kann die Lehne zurückmachen, es gibt kostenlos Chai, es gibt kostenlos Wasser. Ich zeige euch auch gleich noch die Scheine hier. Was man nicht alles macht, wenn man YouTuber ist. Ich fühl's. Also ich zeige euch jetzt hier noch kurz das Geld. Also wir haben hier 500er, was auch der höchste Schein ist. Das sind 5,50 Euro, das ist der größte Schein. Es gab 2000er noch, die haben die aber, ja, aus dem Sortiment genommen quasi, die sie enden dieses Jahr und sind ab dann auch nicht mehr gültig. Dann haben wir 200er, die 2,20 Euro sind. Und dann haben wir 100er, irgendwo hier. Davon gibt es auch zwei Versionen. Einmal die alten oder die neueren lilanen. Und das sind wahrscheinlich die alten. Alle natürlich mit Mahatma Gandhi, Ehrenbro. Dann haben wir noch die 50er, von denen gibt es auch zwei Versionen. Und die 10er, die sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr alt. Und die 10er sind natürlich, ja, 11 Cent. Aber wenn man bedenkt, was man damit teilweise bekommt, wie gesagt, ein Chai kostet 11 Cent, ja, dann ist das hier relativ viel Geld. Und die sind auch immer happy, wenn man denen mal einen 10er oder einen 50er in die Hand drückt, also einfach spendet, wenn jemand bettelt. Also das ist für die echt nicht ohne. Ah, und wir haben natürlich noch Münzen. Da gibt es auch 10er und 5er. Und das war's. Und deswegen sieht es auch so viel aus. Dabei sind das wahrscheinlich keine 50 Euro mehr. Alright, let's go to the Mausoleum. Findet ihr meine neuen Schuhe? Mashallah, oder? Hier, wie ihr sehen könnt, sind wir drin. Gehen jetzt ins Mausoleum. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Aber einfach da oben zu stehen, wird sich, glaube ich, schon lohnen. Ich freue mich einfach so krank, hier zu sein. Das kann nicht jeder von sich behaupten, zu sagen, ich habe das Taj Mahal in echt gesehen. You should have a picture from the same. Yeah. Oh.
Da ist es also. Also ich glaube, drinnen darf man keine Videos machen. Aber egal, ich genieße es einfach alleine. Aber wir können doch sicher eine Runde hier ums Taj Mahal rumlaufen, oder? Ja, da ist eine Ecke, wird restauriert. Zum Glück nicht hier. Krank. Ich will nicht zu viel labern, aber ich bin einfach happy. Als der Wecker geklingelt hat heute um 4:45 habe ich kurz gedacht, F it, ich schlafe aus und gehe später. Aber jetzt, wo ich hier bin, bin ich umso happier, dass ich hier bin. Egal in welche Richtung man geht, du gehst links, das sieht einfach aus wie ein schöner Platz. Du gehst rechts, da sieht es genauso aus. Da hinten sieht es genauso aus. Crazy. Hier ist ein Fluss. Gestern Abend waren wir an diesem Fluss. Haben auch geschaut, beziehungsweise uns wurde erklärt, dass da drüben ist gerade drauf auch gestiegen. Und da wurde gerade jemand verbrannt. Also wurde ein toter Körper verbrannt. Was ja hier in der Kultur relativ normal ist. Die Asche wird dann in den Fluss verstreut. Das ist wie quasi im Ganges in Varanasi. Ja, ich glaube nicht, dass es der offizielle Weg ist. Ah, okay. Da steht kein Eingang. Das heißt, man wäre wahrscheinlich durchgegangen und hier rausgekommen. Also, naja, whatever. Gehe ich halt noch eine Runde. Da seht ihr den Sonnenaufgang, es wird ein bisschen bewölkt oder besmockt oder wie auch immer man es nennen mag. Da hinten haben wir gestern gechillt, da unten irgendwo, und uns den Sonnenuntergang angeschaut. Ich glaube, da hinten sieht man das Agra Fort. Da gehen wir übrigens danach auch noch hin, habe ich vergessen zu sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ja, wie gesagt, hier auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel wie eben. Ich glaube, man merkt es mir an. Ich habe langsam Durst. Ich schwitze. Muss natürlich noch die lange Hose hier tragen, die zum Glück relativ dünn ist. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Also wenn ihr noch Fragen hättet zum Taj Mahal, haut raus, schreibt es in die Kommentare, oder wenn ihr sonstige Fragen habt oder Vorschläge, wo ich als nächstes hin soll, was ich machen soll, wo ihr sagt, ey, Indien kannst du dadurch toppen, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wie ich auch in den letzten Videos gesagt habe, sind über 90%, die meine Videos schauen, keine Follower von mir. Also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, jetzt abonnieren und das Video liken. Und am besten noch einen Kommentar hinterlassen. Also es gibt Plätze der Welt, da wäre das hier die eigenständige Attraktion. Aber hier einfach diese ganze Gegend hier, die so groß ist, ist einfach riesig. Okay, wir gehen rein und sehen uns danach nochmal und gehen zum Agra Fort. Übrigens, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist, die Details vom ganzen Taj Mahal ist eigentlich so das Krasseste. Wenn man sich anguckt, wie das alles gemacht ist, alles mit Handarbeit, über das ganze Gebäude gezogen, über den ganzen Platz gezogen. Also das ist, wie gesagt, 20.000 Arbeiter, 17 Jahre haben gebraucht, um das hier fertigzustellen. Quasi wie Deutschland für den Berliner Flughafen oder so. Leute, ich bin back aus dem... Ja, catched it. Back aus dem Mausoleum. Da drin waren halt die Grabstätten von dem Erbauer und seiner Frau. Und ja,
Für mich war es jetzt nicht krass besonders. Das war einfach nur ein großer Raum und dann in der Mitte zwei Gräber, relativ schlicht gestaltet, aber mit sehr vielen Details, wie man sie auch hier draußen schon sieht. Aber ja, daher Taj Mahal, crazy experience. Macht's auch, kommt einfach hierher. Scheißt auf alles, genießt es. Wir gehen jetzt noch zum Agra Fort. Und wir sehen uns dort.